Wie führst du ein Hochpreis-Verkaufsgespräch als Agenturinhaber, Experte oder B2B-Dienstleister, also diesen CC1-Call, wenn wir von dem Vertriebsprozess ausgehen, dass du einen Opener machst, also eine Kaltakquise, dann ein Qualifizierungsgespräch, ein Setting oder ein Erstgespräch machst und jetzt bist du im CC1, Closing Call 1, das Follow-up wäre dann das CC2, aber im CC2 ist es meistens so, dass deine Kunden gar nicht mehr dran gehen, dir per E-Mail absagen, wo du vielleicht sogar dachtest, oh, der hat gesagt, zu 90% machen wir es, aber der muss wirklich nur noch eine Sache abklären und dieser CC1 ist jetzt die ganze Zeit in deinem Kopf und du hoffst, dass der kauft, aber jetzt kommt halt die Absage und du bist wieder deprimiert. Verlierst dadurch extrem viel Umsatz, weil du musst dir einfach mal vorstellen, wie viel Zeit, Kraft und Energie du aufwendest, um eben in so ein CC1, also in so ein Closing Call zu kommen. Und wichtig ist, ich erkläre dir jetzt die Struktur vom Aufbau eben so eines CC1 oder Closing Calls, damit es erst gar nicht zu einem Follow-up kommt. Wie läuft es ab? Wie musst du da vorgehen, dass du deinen Kunden überzeugst? Punkt Nummer eins, ganz, ganz entscheidend ist immer der Beziehungsaufbau. Also du steigst immer mit einer Beziehungsphase ein. Eine Beziehungsphase kann man skripten. Du musst kein Sympathisant sein, du musst keiner sein, der immer überaus glücklich ist, der extrem gesellig ist. Du kannst eine geile Beziehungsphase skripten. Wir haben das so extrem geskriptet. Ich habe es letztens mit dem Jan und dem David geskriptet wieder. Und das ist der Wahnsinn. Ja, also wir haben alles geskriptet, egal wie unsympathisch du bist, durch unsere Beziehungsphase, die wir geskriptet haben, bist du danach einfach ein geiler Typ. Ja? Egal wie unsympathisch du dich findest oder egal wie schwer es dir fällt, eine Beziehung mit fremden Menschen aufzubauen. Du musst das Eis brechen. Wenn das Eis nicht gebrochen ist, kannst du noch so gut in der Beratung sein, noch so ein geiles Produkt sein. Der Kunde sagt, er will sich's überlegen. Und sagt dir dann ab. Also erstmals ganz, ganz wichtig, wir starten mit einer sehr, sehr guten Beziehungsphase, die auch geskriptet sein muss, damit du eben das Ganze auch auf deinen Vertrieb ausrollen kannst. Punkt Nummer zwei, wir müssen jetzt in die wiederholte Bedarfsanalyse. Natürlich hast du schon durch ein Qualifizierungsgespräch oder Setting eine Bedarfsanalyse gemacht. Allerdings müssen wir jetzt nochmal in eine Tiefenanalyse. Also du musst wirklich wissen, was will dein Kunde und was ist sein größter Schmerz? Wir Menschen hassen es nämlich, wenn wir Schmerzen haben. Ich kann mich daran erinnern, als ich einen großen Schmerzpunkt hatte, musste ich meine Ernährung ändern und bin dann von heute auf morgen von voll dem Fleischfresser zum Vollvegetarier geworden, weil ich musste. Also wenn der Schmerz am höchsten ist, muss ich was tun. Und das müssen wir eben danach in der Bedarfsanalyse hervorholen, dass der Kunde ganz genau weiß, ich muss heute was ändern. Jetzt machen wir auch einen Testabschluss. Also du weißt dann auch im Closing Call, im CC1, ob der Kunde heute kauft oder eben nicht. Und so viele machen das nicht, gehen bis zum Ende durch und dann sagt der Kunde, ah ja, schicken Sie mir das nochmal zu. Und dann Anfang, Mitte nächster Woche sprechen wir nochmal. Du bist raus. Du bist raus. Du brauchst hier auch eine ganz klare geskriptete Bedarfsanalyse, wo du den absoluten Schmerzpunkt deines Kunden herausfindest und dann eben einen Testabschluss machst. Jetzt sagt er dir im Testabschluss entweder nein, in dem Fall gibt es noch offene Punkte, die du besprechen musst. Aber in den 90% sagt er zu dir ja. Und wenn er zu dir nein sagt, musst du den halt wieder zu einem Ja bringen. Jetzt gehen wir in die Angebotsphase. In der Angebotsphase, du kennst es vielleicht, Fachidiot schlägt Kunden tot. Dass manche oder viele viel zu viel erzählen, Dinge erzählen, die dein Kunden überhaupt nicht greifen kann, die den gar nicht interessieren, die der gar nicht hören will. Basierend auf deiner optimal aufgebauten Bedarfsanalyse wendest du jetzt in der Angebotsphase nur die Nutzenargumente an, die dein Kunde auch wirklich hören will, die ihn triggern, die ihm seinen Schmerz nicht geben, welchen du ihm ausgemalt hast. Bedeutet, wir gehen nur auf die Punkte ein, die dein Kunde hören will. Das Ganze kann man und solltest du auch skripten. Jetzt müssen wir in eine Einwandvorwegbehandlung gehen.
Das bedeutet, alle gängigen Einwände nehmen wir jetzt durch direktes Storytelling vorweg. Dieses Storytelling, wo wir die Einwände vorwegnehmen, die danach in der Vielzahl kommen, ist geskriptet. Du hast nie wieder Einwände mit langen Laufzeiten, mit schnellen Entscheidungen, mit irgendwelche Fragen, mit ich will noch mal vergleichen, ich muss noch mal meine Frau fragen. Durch das geschickte Storytelling nehmen wir das Ganze vorweg. Jetzt kommen wir in die Abschlussphase. In der Abschlussphase machen viele folgenden Fehler, dass sie das Angebot rausschicken und dann nochmal ein Follow-up machen oder hoffen, dass der Kunde sagt, komm, ich unterschreibe Ihnen das jetzt, oder das rausschicken und dann sagen, wollen wir das nochmal zusammen durchgehen? Das alles sind Fehler, die dazu führen, dass du deinen Kunden nicht abschließt. Du brauchst eine zielgerichtete Abschlussphase. Jetzt kommt das Onboarding. Du solltest nach dem Abschluss auch sofort mit deinem Kunden einen Onboarding-Call ausmachen. Und dann, ja, boardest du deinen Kunden eben an. Jetzt kommt der After-Sale-Prozess. Aber wenn du nach diesen Phasen arbeitest, die ich dir gerade genannt habe, wirst du aus der Telefonakquise, bei Leads ist es natürlich noch höher, die Quote dann, aber aus der Telefonakquise wirst du eine Conversion Rate von 33% haben. Jeder dritte Sales Call fällt. Jeder dritte Sales Call fällt. Wie genau du das aufbaust für deine Agentur, deine B2B-Dienstleistung, dein Experten-Hochpreisangebot, das erfährst du in meinem nächsten Live-Seminar. Wir haben noch wenige Tickets. Das ist am 16. September in Wiesbaden. Das ist ein Präsenzseminar für ein jämmerliches Invest von nur 97 €. Allein der Leitfadenaufbau, den ich hier gerade genannt habe, ist fünfstellig wert. Sogar sechsstellig, sogar siebenstellig. Also sicher dir das Ticket unten über die Beschreibung oder du gehst einfach auf coaching.duru.consulting/workshop. Ich freue mich, mit 110% dich dort zu sehen. Gib Vollgas, nutz das und dort arbeiten wir im Detail den Leitfaden aus, aber natürlich noch vieles, vieles mehr. Ja, du lernst unter anderem, wie du dich richtig darstellen musst. Du lernst, wie du ein richtiges Setting machst, welche Leads du anrufen sollst, welche Unternehmensgrößen die richtigen sind, wie du richtige Mitarbeiter findest, wie du richtige Mitarbeiter schulst, wie die zu Top-Performern werden, wie du auch in der Telefonakquise, aus der Telefonakquise Begehrlichkeiten schaffst, dass die Leute auf dich zukommen und ganz vieles mehr. Komm dahin. Das Ticket findest du unten in der Beschreibung oder unter coaching.duru.consulting/workshop. Gib 110% dein Luca.